Herzlich willkommen zum Tarot der Liebe. Mein Name ist Christoph Arnold. Manche kennen mich auch unter Trio Crio oder Amaro. Ja, was haben wir denn heute im Programm? Die Sieben der Münzen. Da hat jemand eine Menge Arbeit und hat gerade ja, ein bisschen was freigelegt, aber jetzt stützt er sich erstmal auf, denn da scheint eine Menge Arbeit drin zu stecken. Und ja, vielleicht überlegt er sich eben auch, wie es angeht und was könnte das jetzt heißen für das Thema Liebe. Das heißt aus meiner Sicht, dass wohl erst einmal ja, ein bisschen Geduld angesagt ist und dass es vielleicht auch ein bisschen Arbeit bedarf, um wieder ja, Schwung in die Liebe zu bringen. Egal, ob es eben eine alte Liebe ist, ob es eine bestehende Liebe ist oder eine neue Liebe, da muss dran gearbeitet werden. Das ist jetzt nicht so das, was man unbedingt hören möchte, wenn man natürlich wegen so einer Fragestellung ein Tarot-Deck befragt. Aber es ist halt, sag ich mal, die Widerspiegelung auch des normalen Lebens, dass wir uns vielleicht auch mal gedulden müssen, ausruhen besser und neue Kräfte sammeln auch und natürlich während der Zeit auch genau überlegen, was wollen wir denn? Macht das Sinn, nochmal wieder in eine alte Beziehung zu hüpfen? Macht es Sinn, mehr Arbeit in die bestehende Beziehung hineinzustecken? Oder macht es Sinn, ja, vielleicht neue Felder entsprechend zu bestellen und zu gucken, was denn ja ansonsten noch möglich wäre? Wenn du sagst, das möchte ich doch ein bisschen genauer wissen, dann würden wir in einem gemeinsamen Gespräch natürlich auch noch andere Tarotkarten anschauen. Nimm gerne über meine Homepage miracura.de Kontakt mit mir auf und dann hast du bis zu 15 Minuten kostenlos die Möglichkeit, ja, über diese Themen mit mir zu sprechen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich schon wieder auf die nächste Karte.